Lindenblütenhonig ist ein besonderer Honig mit einem süßen und leicht pfefferminzartigen Aroma. Der Lindenblütenhonig wird von Bienen aus den gleichnamigen Bäumen geerntet. Sowohl der Sommerlinde, die etwas früher blüht, als auch der später blühenden Winterlinde. Seltener werden auch Silber- und Cremelinde genutzt. Traditionell werden die Blüten zu Tee aufgebrüht und als Heilmittel für Halsschmerzen und andere Atemwegsbeschwerden wie Husten eingesetzt. Da es sich bei Lindenblütenhonig um ein natürliches Erzeugnis handelt, variiert der Geschmack leicht. Er zählt zu den sehr süßen Honigen, hat jedoch insgesamt ein komplexes, florales Aroma. Reiner Lindenblütenhonig weist zudem eine leichte Mentholnote auf. Diese Honigsorte hat einen auffällig hellen Farbton zwischen zartgelb, beinahe weiß und sehr hellem Grün, womit er sich sichtbar vom verwandten Lindenhonig unterscheidet. Auch in Lindenblütenhonig ist Honigtau enthalten. Er wird jedoch durch geschicktes Aufstellen der Bienenkörbe sehr gering gehalten. Aufgrund des stetig gebildeten Wasserstoffperoxids wirkt sich der Honig oft positiv auf die Heilung von Wunden und das Abklingen von Entzündungen aus. Bezüglich seiner keimtötenden Wirkung schnitt Lindenblütenhonig besser als viele andere Sorten ab, was auf einen höheren Wirkstoffgehalt oder weitere wirksame Bestandteile schließen lässt. In Frage kommen Farnesol und Terpene, deren Gehalt in Lindenblütenhonig als besonders hoch beschrieben wird. Farnesol zeigt in Laborversuchen in hoher Konzentration eine deutlich hemmende Wirkung auf Staphylokokken und Streptokokken, zwei sehr häufige Bakterienfamilien, die für viele Infektionen verantwortlich sind. Am besten wird der Lindenblütenhonig mit Tee oder Milch genossen, jedoch ohne ihn über 40 Grad zu erwärmen, um die gesunden Inhaltsstoffe zu erhalten. Einen hochwertigen Lindenblütenhonig haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wünschen viel Spaß beim Probieren. Weitere interessante Informationen findet ihr auf bienen.info.